ich habe gerade ganz spontan Pause gemacht, weil, ja, ne, die Mission geht noch ein Stück weiter und ich wollte dann doch nicht so lange die Folge, wollte ich auch nicht machen. Die andere Folge war schon ein paar 20 Minuten lang. Die Folge wird hoffentlich ein Stück kürzer. Ja, viel gut, lads. Ne, viel gut ist hier nicht so angesagt jetzt gerade. Ja, Panzer zeigt es mir schön von der Seite. Das ist eine intelligente Idee, sich seitlich zum Gegner zu stellen als Panzer. Das ist noch eine intelligentere Idee, nicht mehr zu treffen. Ja, und ihr so? Ich beschieße also Panzer und mache leidenschaftlich gerne kaum Schaden. Miesen Feldgeschütze, ey. Das ist auch irgendwie für mich zumindest sehr schwer zu treffen. Irgendwie habe ich eine automatische... Okay. Das hat aber gut Bumm gemacht. Ich stütze jetzt gleich auch noch so ein Zeppelin ab oder so. Ne? Okay. Ja, wo ist denn der Bomber jetzt hin oder was auch immer das war? Oder war es einfach nur ein Munitionslager? Mieses Feldgeschütz. Miesen Feldgeschütze. Ja, du bist offline und es ist so scheißegal. Ich spiele auch den Offline-Modus. Ich hab den, muss sowieso ein Update machen, bis ich vor euch den Online wieder spielen kann. Ist unbemannt. Ab! Durch! Müssen wir Slalom fahren, dann können wir einfach... Okay, nice. Ach. Intelligenter würde ich, kann man sich auch nicht hinstellen, glaube ich. Hi! Hat jetzt einfach keiner gesehen, ne? Boom. Ne, du kommst ja auch nicht durch, nur weil ich schon die Artillerie zerstört habe. Du auch nicht. Noch einer? Nein. Kann ich jetzt? Oh, kann ich gar nicht. Kannst probieren, aber... Spielen jetzt hier Spin Tires. Let's Play Spin Tires, Folge 1 von mehreren. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier weg. Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treibt sie zurück, Jungs! Lass das hin! Sie bewegt sich nicht! Kotzer! Bridget, Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Jetzt kommt die Taube. Hey, what? Steuere jetzt die Taube?
Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Überall die ganze Stadt, für die wir eben freigeräumt haben. Die ganze zerstörte, alles nur um Schlamm stecken zu bleiben. Ist das Haku? Ja, ne? Die ganze Multiplayer-Mission, alles durch. In kürzester Zeit im Vergleich. Und alles nur um jetzt im Schlamm stecken zu bleiben. Ist ja mies. Das ist ja mies. Schießen jetzt ihren eigenen Panzer ab, damit die Gegner den nicht bekommen und so weiter. Ah, okay. Beziehungsweise sie haben jetzt auch die Stellung von der Artillerie. Das ist das Ende, Jungs. Das war mein Boom. Panzer hat sogar überstanden. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. So, mach sie halt zu. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Ich glaube irgendwie einen Rolls-Royce Motor oder sowas hatten die, meine ich. Rolls-Royce V12 oder sowas? Keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Ein Dschungelpart jetzt ziemlich fast dschungelartig ein paar. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Durch den Wald von Morlon. Holy shit. Das ist einfach mit einer der... Guckt euch das halt einfach mal an. Ich meine, die Textur von den fucking Blättern ist halt einfach unglaublich. Also wenn man sich das... Das muss ich halt einfach mal geben, wie krass detailliert das aussieht. Das ist halt fast diese Dschungelartige, denn man ist ja europäischer Wald, aber so dunkel und so Dings, es ist schon... Die Atmosphäre von dem Game ist einfach krank. Feldgeschütz. Lege ich mich nochmal hinten still. Okay. Der kommt, um nachzugucken. Kann sein, dass ich schießen muss. Eigentlich nur spotten.
zurück. Jetzt ab in den Panzer. Achso, wir dürfen immer noch nicht in den Panzer. Holy fuck. Ja, wir sollten die wahrscheinlich auch leise da durchführen, nehme ich mal an. Oh, die kann sehr helfen. Ja, wird sie auch, okay. Und wir haben dann das neue Munition. Ich habe gerade schon wieder Angst, dass wir so eine Mission ist, wo wir definitiv drauf gehen sollen. Wir müssen ja halt führen, ist das Problem. Oh, keine Schaufel, bitte. Boah, Alter, ist meine fucking Zweitwaffe. Das ist ja geil. Fucking, so eine fette fucking Shotgun. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Bleib jetzt bei den Waffen. Oh, ne, lass mal lieber vor unserem Panzer. Oh, 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 oh. Du. Pfostenpanzer. Was ist los mit dir? Siehst du nicht, dass sie auf den Panzer feuern? Das sind dieselben Deutschen, die du erledigen sollst! Zurück! Spreche durch den Draht! Nee, das... Kann ich sehen. Herr Götz, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Wir müssen am Rand bleiben. Wieso war sie nicht? Sauschmack. Ich will nur kurz gucken, wie die hochgehen. Da ist die Panzerstrecke. Was so geil ist. Lädt ja schon wieder was. Ich hab Angst. Wie die drei gehen. Nee, lass mal. Da ist nichts mehr. Eigentlich alles gespottet. Ich glaube, es geht jetzt wieder so lang, bis wir irgendwie einen anschießen. Und dann. Los. Ich glaube, wir müssen einen anschließen, oder? Ist schon eine geile Stelle für einen Cliffhanger, auch wenn die Folge ein bisschen kurz ist, ne? Okay, gut. Sie hören uns, aber sie sehen uns nicht. Konzentrier dich auf deinen Borsten. Sollten wir eigentlich gefahrlos durchbrechen können. Das ist halt schon... Ich glaube, wir können nicht mehr spotten als die drei. Let's go. Krass. Kann ich echt leise ausschalten? Nee, Silencer gibt's noch nicht. Gab's noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe. Ich auch nicht.
komm. Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge.